Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GTA Online Event Woche. Und ja, bleiben wir uns wirklich bis zum Ende des Videos dabei. Wenn ihr rund um die Event Woche vom 1.12. nichts verpassen wollt, und dann ja, würde ich sagen, fange ich jetzt auch mal an. So, als erstes wieder mit den Verdienstmöglichkeiten. Diese Woche gibt es sogar wieder dreifach GTA und RP. Und zwar einmal auf die Kontaktmission von Lama und dann noch auf die Verfolgungsrennen. So, es gibt es noch doppelt GTA und RP. Und zwar auf die Kurztrips-Mission und dann noch auf die Biker-Verkaufsmission. Also ja, also auf die Biker-Verkaufsmission, das lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr halt doppelt Cash kriegt. Und ja, also macht unbedingt diese Woche diese Biker-Verkaufsmission. So, dann haben wir noch zweifache Produktionsgeschwindigkeit im Nachtclub-Lagerhaus. Das heißt halt, dass die Lager doppelt so schnell gefüllt wird. Ist eigentlich ganz cool. Da kann man dann auch noch die ganzen Sachen verkaufen, wenn das Lager halt voll ist. Kann man auch noch ordentlich viel Geld verdienen. Ja, das Heist-Event, was letzten Monat vorübergehend oder ja den ganzen Monat stattgefunden hat, ist jetzt auch schon vorbei. Also diese ganzen doppelten Verdienstmöglichkeiten auf die ganzen verschiedenen Heists, das gibt es jetzt erstmal nicht. Ist schade, aber gut, so jetzt waren das auch schon alle Verdienstmöglichkeiten. Jetzt gibt es auch wieder neue Luxusautos im Autohaus. Und dann bei Simons Showroom gibt es auch noch neue Fahrzeuge. Da blende ich euch hier mal Bilder ein. So, jetzt das aktuelle Preisfahrzeug, was ihr im LSK mitgewinnen könnt, ist der Vampin GB200. Und den gewinnt ihr, indem ihr Top 3 in Verfolgungsrennen werdet. Und das für 5 Tage in Folge. Dann das aktuelle Podiumfahrzeug, was ihr im Casino gewinnen könnt, ist der Winzer Cabrio, also in der Cabrio-Version. So, dann kriegen wir die Twitch Prime-Mitglieder 125.000 GTA-Dollar geschenkt, wenn sie sich einmal diese Woche in GTA Online einloggen. So, jetzt kommen wir auch schon zu den ganzen Fahrzeugrabatten. Da gibt es diese Woche einige Fahrzeuge im Angebot. Es gibt einmal 30% auf den Yasmid. Dann auf den Godlet Questy gibt es auch einmal 30%. So, dann hätten wir noch den Jester Classic im Angebot. Auch wieder 30%. Und dem Jagger Classic, da lege ich hier mal ein Bild ein. Da gibt es auch wieder 30%. Und dann noch auf den Nero, da haben wir auch nochmal 30%. So, dann ergibt es jetzt auch noch auf den Overflight Sino, auf den gibt es auch 30%. Und dann noch auf dem Patri Mi Space. Da blende ich euch, wie gesagt, hier wieder Bilder ein von den ganzen Fahrzeugen. So, dann haben wir auch nochmal 30% auf die Nakazaki Shinobi. Und dann noch auf das Western River Bike, auf das gibt es auch 30%. Und dann noch auf den Ines Jobli. Das waren jetzt auch schon alle Fahrzeugrabatte. Also ja, einige Fahrzeuge sind im Angebot. Ist eigentlich ganz cool, die ganzen Fahrzeuge. So, jetzt haben wir noch bei Immobilienrabatt. Und zwar gibt es einmal noch 50% auf die Hanfplantagen und da dann noch auf die Verbesserung. Also wer diese Woche noch keine Hanfplantage hat, der sollte sich unbedingt eine holen. Und dann könnt ihr da auch gleich schon mit der Produktion anfangen. Und dann kriegt ihr auch, wenn ihr dann diese Woche noch die Sachen verkauft, doppelt GLMP auf die Verkaufsmission. Also das lohnt sich, denke ich mal. So, jetzt gibt es noch 50% aufs Benny Tuning. Und dann gibt es da noch 40% auf Bennys Originalräder und auf die Hydraulik-Kits. Also ja, das waren jetzt auch schon alle Rabatte. So, jetzt kommen wir nochmal zu den aktuellen Zeitrennen. Das ganz normale Zeitrennen diese Woche ist Maze Bank Arena. Dann das RC Bandito Zeitrennen diese Woche ist Surprise Flat. Und das HSW Zeitrennen ist diese Woche Windpark. Das ist auch nur wieder für die PS5 und Xbox SX Serie verfügbar. Also das HSW-Zeitrennen. So, das war es jetzt auch schon mit der aktuellen Eventwoche. Also ich finde die eigentlich ganz in Ordnung. Also die Verdienstmöglichkeiten, da kann man eigentlich nicht viel meckern. Vor allen Dingen nicht auf die Biker-Verkaufsmission und auf die Fahrzeugrabatte und Immobilienrabatte.
Das ist eigentlich auch ein paar tolle Sachen dabei. Finde ich, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Meinung dazu ist. Wie findet ihr die Eventwoche? Findet ihr die schlecht, mittel oder gut? Und dann würde ich mir nochmal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA 9 verpassen wollt. Dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich ganz wieder raus. Ciao Leute!